Auf einem Autobahnrastplatz an der A3 ist es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen, den eine Reinigungskraft live miterlebt hat. Beinahe wäre sie dabei selbst schwer verletzt worden. Leitstelle Köln, wie kann ich Ihnen helfen? Ja, Sabine Mickle hier. Hier ist gerade ein Auto in den Baum und in meine Bank reingefahren. Ich konnte mich noch soeben retten. Er hat mich fast voll erwischt. Der ist auch nicht ansprechbar. Ich weiß nicht, ob der betrunken ist, aber da passiert nichts mehr. Ja, Frau Mickle, wo befinden Sie sich denn gerade? Ich bin an der Autobahnraststätte Mühlengraben. Okay, ich schicke Ihnen sofort entsprechend die Kräfte raus. Sie bleiben vor Ort und machen Sie sich bitte als Melderin bekannt, sobald die Rettungskräfte eintreffen, ja? Aber bitte beeilen Sie sich, der blutet auch. Ja, das habe ich verstanden. Die Ärzte sind unterwegs. Der Fahrer ist gegen einen Baum gerast und hinter dem Steuer eingeklemmt. Doch das ist nicht das Einzige, was die Beamten noch beschäftigen wird. Hallo! Oh, gut, dass Sie da. Der ist hier. Ich hab da gesessen, hab gerade Mittagspause gemacht und der ist wie so ein Geisterfahrer auf mich zugekommen. Der hat mich fast umgefahren und ich krieg den überhaupt nicht da raus. Der hat bestimmt Alkohol getrunken oder sowas. Aber der hängt ja hier. Komm, schlag so, die Scheibe ich hab ein, hier, ja. ich mach. So, einmal weg. Alles zu hier. Geht? Ist alles zu hier. Oh mein Gott. Kommst du rein? Ja. Hallo. Kannst du uns hören? Als wir dann an die Person rankamen, da haben wir erstmal Platz gemacht, weil Leben, Rettung geht vor und haben erstmal die Profis dann dran gelassen. Und da die Dame sagte, sie wüsste auch nicht, ob Alkohol im Spiel war, also wir wollten auch erstmal nicht dazwischen. Doc, kannst du die Tür aufmachen? Schau mal kurz. Ja. Alles gut, alles gut. Okay, lass ihn kommen rüber, ich hol die Trage. Ja, zieh den direkt. Trage und Zipdeck entsperren. Entschuldigung. Ganz ruhig. Was ist passiert? Ganz ruhig. Unfall gehabt, warten. Langsam. Mein Spray. Ein Spray? Was denn für ein Spray? Mach mal noch mehr. Es hat sich herausgestellt, dass es Nitrospray gewesen ist, den er sich gerne verabreichen wollte. Der Notarzt hat währenddessen Blutdruck gemessen und hat dann das Okay gegeben, dass wir ihm dieses Nitrospray halt verabreichen konnten. Wohl Nitrospray gekriegt jetzt. Aber wenn ich hier drücke, tut das weh? Reden Sie mit uns bitte. Tut das weh? Der Kopf tut weh, ne? Ja. Mit der Luft ist noch in Ordnung. Ich hätte ihn gerne rausziehen. Ja, ich weiß. Kommt! Weiter kommen wir nicht. Ohne jetzt so raus. Ja. Okay. Genau. Ja, dann versuchen Sie mal mit den Beinen ein bisschen nachzuhelfen, ja? Wie wir im Fahrzeug auch festgestellt haben, war der Fahrer wohl starker Raucher gewesen. Der Aschenbecher war voll gewesen, die Finger waren vergelbt gewesen und es roch extrem stark nach Nikotin. Aufgrund, weil der Patient sehr schwach gewesen ist, haben wir natürlich erstmal versucht, aus dem Fahrzeug herauszuholen, damit wir ihn halt auf die Trage verlassen konnten, damit wir ihn besser untersuchen konnten. Geht's Ihnen gut? Bin umgeknickt, aber das ist jetzt nicht wichtig. Der Mann ist jetzt wichtiger als ich. Tut dir irgendwas weh? Ja, der Knöchel so ein bisschen. Aber wollen wir da mal bei gucken auch? Muss nicht sein, das wird schon gehen. Erzählen Sie doch mal, was ist denn genau passiert jetzt hier? Ich bin Reinigungskraft und sollte da die Toiletten reinigen. Und hab gedacht, na gut, mach ich halt vorher meine Pause, weil danach komme ich dann eh wieder nicht dazu. Und in dem Moment, ich habe da gesessen und war alles schön. Und dann kommt der Wagen da wie so ein Irrer. Und ich denke, naja, er bremst noch, ne, ein bisschen zu schnell raus. Aber es war nicht so. Ich konnte noch. Hat er noch so eben erwischt? Nein, ich bin noch früh genug von dieser Bank runter. Aber, und dabei haben Sie sich bin ich umgeknickt. Die Melderin steht noch immer unter Schock und macht sich große Sorgen um den verletzten Autofahrer. Dass dieser aber schon bald den Zorn anderer Reisender auf sich zieht, ahnt niemand. So, nicht erschrecken, es gibt jetzt einmal ein bisschen Luft über die Nase, ja? Das ist ein bisschen unangenehm, aber es hilft. Vor allem, wir brauchen Druck. Ja, erstmal den Druck, bevor wir in den EKG gehen. Gut, für Zugang wäre alles weit fertig. Super. Hätte ich gerne jetzt. Arm. Warte, ich gebe dir einen Arm, bitte. Nee, ich bin fertig. Mach den Arm frei. Ha? Willst du so messen? Ja. So, startest du? Ja, jetzt. Einer sagen, was hier ganz los ist. Ganz ruhig. Sind bei Ihnen Vorerkrankungen bekannt? Klar, Moment, wir sagen euch sofort Bescheid. Kannst du uns das dazu sagen? Hat er was gesagt? Nein, noch gar nichts. EKG? Ja, mit dem Angina Pectoris. Ist bei Ihnen bekannt, Angina Pectoris? Ja. Ja, wie lange denn schon? Sagst du, ich schon eine ganze Weile. Bitte? Schon eine ganze Weile. Und dafür auch das Nitrospray. Was nehmen Sie? Nehmen Sie Marcomar oder ASS? Nein. Also die Angina pectoris ist eine Herzkranzverengung. Man muss sich das vorstellen, wenn man Angina pectoris Anfall bekommt, ist halt, es gibt also eine stabile und eine unstabile. Man kriegt einen extremen Druck in der Brust, sodass halt Patient sich zusammenkrümmt und sagt noch, oh, was ist mit mir los? Wie geht's jetzt weiter? Als ob der Marathon gelaufen wäre. Ich packe ihn ganz kurz mal an die Hose. Haben wir noch Papiere von ihm? Ja, ich guck jetzt gerade mal.
Ah, das ist eine Oberfläche, wo schon eine Glück gehabt haben. Ja. Tut nicht weh, ne? Ja, alles klar. Gibt's das der Polizei? Ihr seid angemeldet, Kardiologie. Ich komme dann gleich nach, hol dich wieder ab. Sagst du der Karin, ne? Dass wir losfahren können, genau, ja? Ich stehe hier. Okay. Einmal Decke drüber und dann ab. So, ich habe vor euch einmal die Geldbörse von dem Patienten. Wie sieht's mit Ihnen aus? Sollen wir bei dem Fuß auch mal gucken, ja? Fahren Sie da mit? Ich bin ja sowieso hier, deshalb würde ich ganz gerne mal einmal mal Ihren Fuß gucken. Drüber gucken, ja auch jetzt top so, oder wie hopp. Wie Sie laufen, sieht ja auch nicht gut top aus. Ja, hopp. Ach, ich meine. Dann kommen Sie mal einmal mit mir mit, ja? Wird schon gehen. Ja, das reicht ja eigentlich so, oder? Wer ist das denn da? Hallo! Da ist der Wagen! Hallo! Schatz! Hier ist der Wagen! Schatz, wer ist Schatz? Der Kerl hat uns eben hier. Wer sind Sie denn? Der hat uns bestohlen, der ja, Kerl. Der Schwert. Also erstmal Hand runter und erstmal ruhig bleiben und erstmal erzählen, wer Sie ja, sind. Ich soll mich beruhigen. Ja, wer sind Sie denn? Ja. Ich bin mit meiner Familie hier vorne auf Urlaub. Wir wollen jetzt nach Holland fahren. Auf und der Urlaub. Kerl hat uns ein Fahrrad gestohlen. Er hier. Ja. Ja, hier der Mann ist schwer verletzt, er liegt im Krankenwagen und der wird gerade weggefahren. Ach nee. Also daher müssen das wir erstmal. Der das Fahrzeugführer, den haben Sie gesehen, ja? Ja, den haben wir gesehen. Ja? Ein Parkplatz vorher. Junger Mann, älterer Mann. Älterer Mann. Ja, okay. Beruhig dich erstmal, komm. Genau. Sie sind? Ich bin seine das ist meine Frau. Ihr Frau, Kind. Und Sie wollten in Urlaub fahren, habe ich gehört. Ja, genau. Genau. Und dann wurde uns leider das Fahrrad von unserer kleinen Tochter geklaut, hinten vom Gepäckträger auf runter. Dem Rastplatz. Genau. Wir haben uns dann auch mal die Halterung vom Fahrzeug des Mannes angeschaut, wo das Fahrrad drauf war. Und dort konnte man also ganz eindeutig erkennen, die Halterung hinten, wo das Fahrrad mit befestigt war, hatte man aufgebrochen. Für die Beamten tut sich plötzlich ein weiterer Fall auf, der mit dem Unfall zusammenzuhängen scheint. Die Personenabfrage bringt dann überraschende Neuigkeiten ans Licht. Die genannte Person ist vorbestraft bereits wegen mehrfacher Diebstahlsdelikte. Ja, habe ich aufgenommen. Ist der auch Halter zu Köln, Trennung Martha Kaufmann 7667? Hast du Mittel? Ja, passt, ne? Ja, Diebstahl. Gucken wir jetzt mal rein hinten, sonst fährt der gleich noch Autobahn. Ja, 1235, Köln-Trennung Martha Kaufmann, 7667. Der Halter ist die eben genannte Person. Ja, habe ich aufgenommen. Na gut, dann würde das ja passen soweit. Wagen ne? auch. Ja, ist okay. Wir schauen einfach mal nach. Das Fahrrad der Kleinen sieht wie aus? Rot. Ein schönes rotes mit Blümchen. Schwarz! Oder rot? Was denn jetzt? Schwarz. Ein schwarzes. Der Papa hat sich in der Aufregung vertan, ne? Ja. Genau. Schauen wir doch mal hier ist nach. Ist halt neu. Ist doch total verzogen, der Wagen. Guck mal, der hängt da am Baum fest. Ja, die klemmt. Alter Falter. Ach so. Schauen wir mal. Mehrere Fahrräder drin hier. Oh, welches ist denn dein guck Fahrrad? Guck dir das mal an. Komm doch mal gucken. Oh Gott, Mann. Ist deins dabei? Ja. Nicht anfassen, nur zeigen. Das hier? Ja. Okay. Ja, gut, da sind einige mehr, okay. Schönes Werkzeug dabei, ne? Aber mal gucken, holen wir das mal raus. Ja. So, noch ein schönes Fahrrad, ne? Noch nie gefahren. Ja, das ist ja auch ganz also, neu. Das ist unser Rad. Ja. Das hat er sich da an Nagel gerissen, was auch immer, was er damit machen will. Okay. Irgendwo verscheuern will. Das ist erstmal die Hauptsache. Wollen wir das jetzt direkt mitnehmen? Oder? Ja, ja. Müssen wir einmal gucken, dass es auch wirklich ihres ist. Wir machen gleich ein Foto davon. Genau, notieren wir uns auf die Rahmen. Ich denke mir nicht, dass sie sich einfach als ausgesucht hat. Das passt ja, ne? Wie die Kleine gesagt hat. Ne? Das glauben wir Ihnen schon. Lügen haben kurze Beine, also. Papa kriegt das hin. Siehst du, guck mal. Hm? Wir haben es geschafft. Gott sei Dank. Erstmal die Hauptsache, oder? Ja. Genau, damit der Urlaub fortgesetzt jetzt ist werden kann. Ruhig. So, alles andere machen wir dann. Wir haben Ihre Personalien. Genau. Ne, wir werden sowieso eine Anzeige fertigen, das händigen wir Ihnen jetzt schon aus. Da brauchen Sie nichts unterschreiben, machen wir alles im Nachgang. Ja? Dann können Sie nämlich in Urlaub fahren, ganz beruhigt. Und Sie werden dann vorgeladen von uns irgendwann mal für eine Aussage. Sehen Sie, zwei Gänge runtergefahren, jetzt brauchen Sie den Urlaub, oder? Ja, genau. Wir werden jetzt hier noch an der Unfallstelle warten und verbleiben, bis die Kollegen dann kommen mit dem Schlepper. Weil das Diebesgut und der Wagen sind erstmal sichergestellt. Nehmen wir mit auf die Wache und alles Weitere dann von da aus. Die bestohlene Familie konnte ihren Urlaub wie geplant fortsetzen. Der verletzte Autofahrer muss sich wegen Diebstahls vor Gericht verantworten. Er hat den Angina pectoris-Anfall überstanden, der durch das starke Rauchen und durch den Stress aufgrund der mehrfachen Fahrraddiebstähle ausgelöst wurde.